Servus Leute und willkommen zurück hier bei Let's Play Mirror's Edge bei dem Jay von Unnexus Gaming. Und ich habe mir einen Co-Moderator geholt und ratet mal, wer es ist. Hallo! Wer auch sonst außer Yoshi? Genau. Du hast ja keinen anderen, du hast ja nur mich. So, natürlich nicht geschafft. Ah, schade. Schon wieder gestorben. Was heißt hier schon wieder? Du hast es mir doch gerade erzählt, dass ich unbedingt sagen sollte, wie oft du gestorben bist. So. Nein, ich hab gesagt, du sollst nicht sagen, wie oft ich gestorben bin. Achso. Oder dass ich so schlecht bin, deswegen. Achso. Warte mal, wie gut bist du nochmal? Was? Wie gut bist du nochmal? Okay, ich sehr bin grad, gut. Ich bin gerade nicht besser, muss ich ja sagen. Ja, in StarCraft, ne? Also mal schön hier ruhig sein. Und wow, mit Co-Moderator habe ich jetzt gerade das sau schnell gelöst, das Rätsel. Oder das Sprungrätsel, besser gesagt. Ja, siehst du? Hättest du noch nicht die ganze Zeit. Nee, ich bin hier gerade total schlecht im Traktor ans Hängerrand fahren. Ja, weil... Wie ihr im letzten Part nämlich gesehen habt, hat mich Yoshi am Ende angeschrieben und davor kam eine Meldung. Der Yoshi LP spielt nun Landwirtschaftssimulator. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin Nebenjob technisch Vollzeitbauer, deswegen muss das so sein. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. Ich komm's gerade wirklich nicht hin. Ich bin wirklich zu schlecht zum Parken. Ja, gell, hier Cheater. Ich doch nicht, niemals. Alles legal erworben. Also, natürlich. Seine ganzen 3 Milliarden Euro. Das Spielen, nicht die im Ingame-Güter. Ach so. Illegal erworben, nicht die Ingame-Güter. Okay, jetzt sind wir. Ein Scharfschützenteam überwacht dieses. Ah, ja. Kann sein, dass ich es schaffe. Seien Sie vorsichtig. Komm schon, ja, komm. Komm schon, bitte, Kumpel. Also, ein Scharfschützenteam überwacht diesen Bereich. Da sehen wir auch jetzt schon gleich die Laserpointer. So, mal gucken, ob wir jetzt hier durchzischen können, ohne dass wir hier getroffen werden, großartig. Okay, Laserpointer, okay. Da sind sie, da hocken sie da drüben, da habe ich sie jetzt gesehen. Ach, sie platt, mach ein bisschen schnippe und dann, Oh ja, natürlich. Doppelschuss. Beziehungsweise die beiden haben auf mich geschossen, als ich dann gerade bewegungsunfähig war. So schön. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ich fände das eine super Behandlung hier so. Weißt du? So, jetzt bloß nicht erwischen lassen von denen. Von den Assis. Ach, das sind Assis. Ich dachte immer, das sind so Typen. Scharfschützen. Ja, Ausgebildete, ne? Mhm. Das dachte ich immer. Aber das kann natürlich. Auch ein Yoshi kann sich irren, auch ein toller Yoshi wie ich. Okay, mal gucken, kurz hier jetzt mal hinsetzen. Oh, aber naja, ihr seht's ja. Kurz mal ausruhen. Ich glaube, ich verbringe hier gerade 5 Minuten damit, an diesen Hänger anpassen zu wollen. Nein, ich nutze die Funktion des Rücksetzens nicht. Bam, mal sehen, ob wir ihn jetzt erledigen können. Den Scharfschütze im Nahkampf. Weil da sind sie ja bekanntlich schlecht. So, geht doch. Jetzt haben wir den Scharfschütze. Moin. Bam. Oh mein Gott, ich bin wirklich zu doof dazu. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Den wir jetzt auch noch haben. Der andere sitzt. Na, wo sind die jetzt? Ah, toll. Ja, komm, nimm noch die Waffe. Der wäre erledigt. Noch jemand. Zum Scharfschützengewehr geht es eigentlich relativ schnell. Hast ja, außer man schießt daneben. Hast du dir so sagen lassen? Dass das relativ schnell geht. So, okay. Wie viel Schuss haben wir jetzt eigentlich noch? Ich weiß nicht, wie voll. Okay, ja. Es ist leer. Ich weiß nicht, wie voll es ist, leer. Ich weiß nicht, wie voll es ist. Ach, da hockt der andere Scharfschütze noch. Ja, klar. Hätte ich mal bloß das Gewehr nicht leer geschossen. So, mal ein bisschen springen. Dann können sie uns schlechter treffen.
Habe ich das schon erwähnt? So, will noch jemand Stress? Jetzt habe ich ein neues Scharfschützengewehr, ein volles. Ah ja, okay, da drüben. Bam. Und bam. Ich weiß, was jetzt kommt. Wahrscheinlich Bam, oder? Könnte sein. Außer es kommt kein Kopf mehr. Okay, dann können wir nämlich jetzt hier rüber springen. Wow. Gerade noch so am Gebäude festhalten können. Und jetzt sind wir hier schon wieder in der blauen Etage. Also ich glaub's ja wohl nicht. Security Checkpoint. Restricted Area. Jay, da darfst du nicht reingehen. Das kannst du den Zuschauern nicht antun. Das darfst du einfach nicht. Das kannst du nicht zulassen. Die bekommen noch Albträume. Das wollen wir ja nicht, ne? Hier. Was denn? Es ist eine Restricted Area. Nur weil du in Restricted Area gegangen bist. Alles deine Schuld. Fahren Sie mit ihm zum Serverraum. Von da müssten Sie in die oberen Stockwerke und zu Kate kommen. Der Jason einfach ein Schlingel, wisst ihr? Ganz böser Schlingel. Wow, der Aufzug geht mal schnell nach oben. Du hast es doch auch schon mal durchgespielt, oder? Durchgespielt nicht, angespielt, sag ich Ach mal. Achso. Oh nein. Okay, schöne Aussicht auf jeden Fall. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Ah, jetzt sollen wir die Server zerstören. Das ist jetzt schon ziemlich nah am Ende. Die Überwachung der gesamten Stadt liegt vor Ihnen. Du weißt es nur noch nicht. Ups, ich verhacke mich. Irgendwo. Also wenn ihr durch Sachen durchglitschen wollt, dann ist der Landwirtschaftssimulator perfekt für euch. Na toll, jetzt haben sie anscheinend Miller ausgeschaltet. Granaten. Erstmal alle Cops ausschalten. Das ist jetzt der Plan. Ein Plan, aber nicht unbedingt ein guter, oder? Das ist der Plan. So, ich lass jetzt einfach mal die Server selbst kaputt schießen. Oh, jetzt haben sie mich getötet. Aber erst das zweite Mal in dem Part, wo ich gestorben bin. Hey. Von... Sag mal ruhig. Gerade von diesem Part. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Ja, von diesem Part. Oh, na, das ist natürlich super optimal, ne? Ja, sie haben eindeutig Miller erwischt. Danke für die schöne Waffe. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, will ich von dir. Ich weiß, dass ich nicht singen kann. Tralali, tralala. Und so. So, der Server ist kaputt. Noch deine awesome Hacking Skills beweisen. Nee, nicht wirklich. Oh, das ist langweilig. Hier, da muss Spannung und Action drin. Moment, muss ja jetzt echt alle Server kaputt machen oder reicht es jetzt sogar schon? Oh. Okay, es hat sogar schon gereicht. So, jetzt sind wir nämlich hier Dachzugang. Yay! Ich glaube, Leute, das ist der Final Part mit Abmoderation von... Okay, nicht unbedingt Abmoderation, sondern mit Moderation zusätzlich, Co-Moderator Yoshi. So, sozusagen als Goodie. Hier. Extra für euch das kleine Abschlussleckerli. Da ist unsere Schwester auf jeden Fall. Stimmt, warte hier. Oh mein Gott, ein Helikopterlandeplatz. Stimmt, der Ursprung alles böse, deine Schwester hier. Jake, nein. Aber wie kommt das? Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es.
Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, also sowieso, ne? Generell. Ja, sei mal ruhig, da ist jetzt gerade Katzi. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Die Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Pops Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Hallo, das schlägt einfach so unsere Schwester, ja. Du kannst nicht dein ganzes Leben am Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. Ja. Genau, das werde ich jetzt auch tun. Ah, wo kommen die denn her? Ich sollte jetzt einfach mal springen. Genau das, was er auch gesagt hat. So, wir sind gesprungen. Oh mein Gott, unsere Schwester. Puh. Und ich würde mal sagen, wir haben das Spiel durchgespielt. Haben wir es geschafft? Jetzt kommt noch der Abspann. Wer war der Böse? Jackknife. Ah, wer ist das? Guck dir mal ein Let's Play an. Und jetzt sei ruhig. Der Abspann kommt. Mit der schönen Musik. Wirklich sehr schöne Musik. Und jetzt der Abspann. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Production Team, Senior Producer Owen O'Brien, Jacobson, Farrah, Anderson. Okay, was ist denn der für einen komischen Namen? Söderquist. Malma. Torbjörn Malma. Okay. Yeah. Wir haben es durchgespielt. Endlich nach 14 Parts. Ich weiß nicht, wie viele andere Let's Player brauchen. Und ich lasse jetzt einfach mal den Abspann durchlaufen. Und noch kurz zur Verabschiedung. Wir sehen uns im nächsten Part. Ja, im nächsten Part genau. Von Mirror's Edge natürlich. Wir sehen uns im nächsten Part von Portal 2 dann. Das ist mein nächstes Projekt. Und Yoshi wird dann nicht mehr dabei sein, als Co-Moderator zumindest nicht. Der macht dann nämlich wieder StarCraft 2. Das war jetzt nur mal so ein kleiner für den letzten Part. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich mute mich jetzt, Yoshi am besten auch, und ich bin raus, beziehungsweise wir sind raus. Ciao. So
Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Bewachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.